Verdammt! Oh, jemand hat unsere Wohnung auseinandergenommen. Es sieht hier nicht immer so aus. Würde mich interessiert, wer das war, aber ich kann es mir wahrscheinlich denken. Hoffentlich dauert das jetzt nicht zu lange. Ach, die will aufräumen, okay. Puh, schon viel besser. Ich hoffe, Joe geht es gut. Er hat mir echt die ganze Zeit nichts von dem Geld erzählt. Jetzt könnte er draufgehen, um mich vor Mickey zu beschützen. Ich muss Joe beim Ausbruch helfen. Und ich muss die Beute finden. Joe sagte irgendwas über einen Plan und unseren Globus. Und über Mexiko und Hawaii. Unsere beiden Fluchtziele. Drückt überhaupt den Knopf und der Globus dreht sich. Oh. What happened? Wow. Ein gefaltetes Blatt Papier. Glücklicherweise haben Mickey und seine Schläger die Notiz nicht gefunden. Alles klar. Sollte ich jetzt irgendwas machen? Scheiße. Was gibt's denn hier? Ach du Scheiße, gibt's hier im Fall. Was ist? Feuerleiter. Wo fange ich denn an? Ich fange rechts an und höre links auf. Genau. Wollen wir mal hier. Der Flyer für meine Poetry Party. Poetry Party. Die muss doch überall aufhängen. Wir was? Veröffentlichen die erste Ausgabe meines Magazins. So, hier. Joes alte Druckerpresse. Es gibt nichts, was er nicht reparieren kann. Weit und breit keine versteckten Geheimnisse. Ich hoffe, sie funktioniert noch. Ende des Monats müssen wir unser Magazin drucken. Okay, so. Die Gang. Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. Doch, ist das so. Ich meinte das Foto. Nicht dich, Carter. Du musst dich nicht um dein Gewicht sorgen. Wie heißt denn die Katze? Meine Beatnik-Freunde. Vor dem Café. Ah, Beatnik-Freunde, okay. Joe und Christines Komponenten. Verrücktes Arrangement. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass das jemand niedergeschrieben hat. Okay, wir haben es also... Okay, die hat sich Notenblatt mit Klavier. Es klingt nicht mehr schön, seit Mickey dran rumgemacht hat. Können wir rechtsklicken? Darin verbirgt sich nichts Besonderes. Wow. Also, ich habe, das dauert dann also ziemlich lange, wenn wir alles auf links und rechtsklick haben. Platten. Ich habe keine Zeit, Platten aufzulegen. Wir haben für unsere Sammlung Jahre gebraucht. Okay, jetzt haben wir eine Platte. So gut wie neu. Ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Und er hat keine Zeit, Platten aufzulegen, aber Musik läuft. Geil! Überfällige Rechnungen. Einige Briefe von... Hä? Moment mal. Ein Brief von Joe. Liebste Christine. Ich überspringe mal den persönlichen Part. Och nö. Erinnerst du dich an unseren Plan, nach Mexiko oder Hawaii abzuhauen? Mexiko und Hawaii sind unterstrichen. Hab ich schon. Mexiko und Hawaii sind unterschiedlich. Überfällige Rechnungen. Einige Briefe von... Hä? Moment mal. Ein Brief von Joe. Liebste Christine. Ich überspringe mal den persönlichen Part. Erinnerst du dich an unseren Plan, nach Mexiko oder Hawaii abzuhauen? Mexiko und Hawaii? Sind unterstrichen. Okay, ja. Leider, da steht zwar unten, ist da ein Auge drin oder so, wie das aussieht, aber irgendwie tut sie sich das dann doch nicht anlesen. Nichts drunter versteckt. Keine Zeit, mich gehen zu lassen. Ich habe Dinge zu erledigen. Achso, Telefon? Ach, Telefon geht auch. Es funktioniert noch. Nach 10 Verhandlungen hat mir die Telefongesellschaft noch einen weiteren Monat gegeben. Alles klar. Ich muss meinen Kopf schon alleine aus der Schlinge ziehen. Garderobe. Ich habe mir seit Jahren keine neuen Kleider mehr gekauft. Ich bin überrascht, wie viele von meinen Sachen schwarz sind. Ich kann in meinen alten Klamotten keine neuen Hinweise finden. Oh. Nur diese alte Streichholzschachtel.
Foto aus den Flitterwochen. Gucken wir gleich mal, was wir im Inventar alles drin haben. Ich und Joe. Oh, er hat das gleiche Bild in seiner Zelle, genau. Es ist zu groß, um es mit mir herumzuschleppen. Ja, gut, okay, dann. Ich meinte das Foto, nicht dich, Carter. Du musst dich nicht um dein Gewicht sorgen. Nö. Globus haben wir, Bild haben wir. Katze, wir können die Schublade, wir machen die Bilder. Globus haben wir schon, ne? All die Orte, die wir besuchen wollten. Ich habe die Nachricht bereits gefunden. Okay. Meine Schublade mit den Socken. Oh, eine weitere Haarklammer. Die war mal für Reizwäsche, als ich dafür noch eine Verwendung hatte. Vielleicht hätte ich das eine oder andere Teil für Joes Rückkehr aufheben sollen. Reizwäsche? Oh, jetzt reizt es mir. Wild zusammengewürfelte Unterwäsche. Oh. Voller Löcher. Kann etwas wirklich voll mit Löchern sein? Ja, Reizwäsche. Alte Ausgaben lokaler Lyrikmagazine. Sie halten sich nie lange. Oh, ich würde liebend gerne versacken und nur noch lesen. Aber ich muss die Beute finden. Okay. Bevor okay. Mickey es tut. Ja, ja, ist okay. Ich habe nie Zeit, sie richtig aufzuhängen. Ich habe nie Zeit, sie richtig aufzuhängen. Wiederholst. Einige Gemälde von mir und Bernadette. Seit Joe weg ist, habe ich keine Zeit mehr zu malen. Oh gut, die Musik geht wieder von vorne los. Das ist nur meine Wäsche. Okay. Für Wäsche habe ich nie Zeit. Na, du bist ja lustig. So, eine Katze, was hast du hier? Ein weiterer Ausreißer. Ich weiß nie, wo er sich rumtreibt. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Anscheinend nicht. Jo, so, wir haben jetzt die Hinweise alle durch. Nee, Lampenschirm. Unser cooler chinesischer Lampenschirm. Chinesisch? Mal sehen. Ein Inhalator steckt noch drin. Da kommt die so dran. Braucht die keinen Stuhl dafür, damit die auch reingreifen kann? Da ist nichts mehr. Oh, okay. So, was gucken wir im Inventar? Was haben wir denn da fein? Valo. Valo, ja. Was auch immer, jo. Eine olle Haarnadel. Brief des Gefängnisdirektors. Keine Ahnung, wie wir da dran gekommen sind. Ah, wahrscheinlich, weil wir ihn besucht haben. Genau. Das kann natürlich dann sein oder so, denke ich mir. Dann haben wir Schema für ein Safe. Wieso trägt die sowas denn in sich? Mit sich, weiß ich. Notenblatt. Verrücktes Arrangement. Ein Durchbruch für den Westküsten-Jazz. Wir hatten Glück, dass das jemand niedergeschrieben hat. So, mal rechtsklick, was hier? Joes Plan für einen Safe, würde ich sagen. Steht aber nicht drauf, wo der Safe eigentlich ist. Hier steht, die Schlüssel sind bei Bernadette, Viv und Sutter. Ich wünschte, er würde Bernadette aus solchen Sachen raushalten. Vivian ist wahrscheinlich gerade zu Hause und fragt sich, wann ich mit der Miete rankomme. Sutter hängt normalerweise im Café rum. Genau wie Bernadette. Das sind bei Infos, die hört sich richtig... Dieser Brief gibt mir die Berechtigung, Joe einmal im Monat zu besuchen. Der ist vom Gefängnisdirektor unterschrieben. Alles klar. Eine stinknormale Haarklammer. Das ist mein letzter Inhalator. Was machst du mit dem? Brauchst du den? Notenblatt? Was? Meine Lieblings-Jazzplatte. Ich liebe den Pianisten. Okay. Eine Streichholzschachtel aus Mickeys Club mit einer Widmung. Komm jederzeit vorbei, ich lade dich ein. Mickey, als wir noch alle Freunde waren. Ah, kommt von jeder. Okay, das klingt ja mal eine Einladung. Geil. Feuerleiter. Feuerleiter. Oh. Hey, Muffin. Geh zurück zu deiner Frau, Dale. Lass mich rein, es ist kalt. Na gut. Aber nur ein Drink. Und eine Zigarette. Dale, du bist ganz hier raufgeklettert, nur für einen Flirt? Das ist ganz schön verrückt. Die redet so, als wenn die sich schon länger kennen. Hab einen Kerl, hab eine Ehe, vielleicht sollte ich dich reinbitten. Ist doch etwas langweilig, so ganz alleine. Okay. Was drücke ich denn? Hab einen Kerl, Ich habe einen Kerl.
Ich habe einen Ehemann. Du bist alt und vertrocknet, wenn er rauskommt. Spar dir das Gerede. Das höre ich ständig. Du wirst auch nicht jünger. Und du verschwendest deine Zeit. Lass uns zusammen abhauen. Lass uns zusammen ein Theaterstück schreiben. Ich bin vergeben und glücklich. Vielleicht sollte ich dich reinbitten. Ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht sollte ich dich reinbitten. Ist doch etwas langweilig, so ganz allein. Lass es uns gleich hier draußen treiben. Zusammen heulen wir von den Dächern. Hallo? Jetzt komm schon. Mein ganzes Leben ist so grau geworden. Ich denke immer nur an dich. Lass uns... Okay, nee, ich bin vergeben und glücklich. Ich bin vergeben und glücklich. Lass uns wenigstens ein bisschen Velo durchziehen. Dann kriege ich wieder den Kopf frei. Hast du noch was da? Sorry, aber find jemand anders, der dir gibt, was du gerade brauchst. Wie wär's zum Beispiel mit deiner Frau? Sie spricht nicht mehr mit mir. Ich hab's einer Nutte auf dem Dachboden besorgt. What? Und die Kinder haben sie gesehen. Mann, hat die mir eine Szene gemacht. Wenn du nicht noch eine schlimme Szene suchst, dann hau lieber ab. Was ein Arsch, Alter. Der bleibt sich überhaupt nicht selbst treu. Der hat überhaupt keine Linie, der hat nichts, ey. Was ein Penner, ey. Da schmeißt er sich was Kissen. Ich schlafe hier immer, wenn es drinnen zu warm ist. Heute Ach. Aber nicht. Es ist eiskalt. Ich lasse sie hier. Mein Zimmer ist schon voll genug. So sieht das also aus. Diese kleine... Schau mal hier... Gekühltes Lucky Lager. Lucky Lager. Das beste Wegbier der Stadt. Ich hoffe, es platzt nicht in meiner Tasche. Okay. Das. Teeblätter. Das wird Joe auch nicht helfen. Da steckt eine Metallplatte in der Erde. Seltsam. Entschuldigung. Wer hat das denn versteckt? Ja, geil. Interessant. Heftig. Was ist? Dunkles Fenster. Und nach oben können wir auch. Wer ist der Kerl? Hey, Mister? Seine Schreibmaschine ist zu laut. Okay. Scheint, als wäre deren Feuerleiter weggebrochen. Hey, Nachbar! Keine Antwort. Okay, gucken wir mal oben, was auf dem Dach ist. Oh, ich hab Aufstoß. Wo kommt das denn jetzt weg? Halleluja. So. Point, das ist das. I'm so excited. Wie komme ich denn jetzt sowas? Beverly Hills Cop? Lol. Telefonmast. Und was haben wir hier? Ja. Hast du auf? Telefonleitungen. Beim nächsten Erdbeben werden sie die ganze Stadt in Brand setzen. Ich könnte auf den Mast klettern. Aber Detective Grassy würde mich sehen. Spring? Nee, da bringe ich mich nur bei um. Ich bin doch nicht mein Kater. So, jetzt auf links. Ich habe auch noch niemanden, der dann auf ihn aufpassen würde. Spring? Okay, das ist also kommt bei beides mal rum. Was haben wir noch? Aha. Es ist bestimmt ein tragendes Element. Das sieht nicht besonders stabil aus. Ich will nicht, dass es einkracht. Stück vom Dach. Dieses Dach macht's nicht mehr lange. Ich könnte meine Vermieterin drauf ansprechen. Aber eigentlich dürfte ich gar nicht hier oben sein. Es würde wahrscheinlich einstürzen und irgendeinen armen Penner platt machen. Wow. Du hast echt auf Rechtsklick und auf Linksklick viele, viele, viele Gespräche und so weiter. Das wird sich nicht angeguckt, obwohl dein Auge irgendwie immer drin ist. Was haben wir hier? Dach des Nachbarn. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Okay. Ich bräuchte schon einen echt guten Grund, um über die Planke da zu gehen. Okay, mehr ist nicht hier oben. Nö, dann gehen wir wieder nach unten. Wow. Linksklick und Rechtsklick. Hammerhart. Das Spiel hat so einiges in sich, würde ich sagen. Zurück nach drinnen. Wenn draußen kalt ist, wir müssen ja nicht zu lange draußen lassen. So. Ja. Und die Musik geht wieder von vorne los. So, was haben wir denn neu im Inventar? Die Streichhölzer haben wir, genau. Das, Lucky Lager. Hoffentlich hält es, was es verspricht.
Ich kann alles Glück brauchen, was ich finden kann. Druck. Joe hat Geld gefälscht. Aber warum musste er denn unbedingt einen Geldtransporter überfallen? Achso, wir können auch. Okay. Okay. North Beach. Ach, jetzt sind wir in der Stadt. Ich muss rausfinden, wo Joe die Beute versteckt hat. Von nun an kannst du... Geh nach Mike, du komische Fliege. Von nun an kannst du jederzeit zwischen Joe und Christine hin und her wechseln. Um den Charakter zu wechseln, klicke einfach auf das Bild des Charakters im Inventar. Okay, danke für die Info. Das heißt dann Info... genau hier, da. Diese zwei kann ich immer auswählen. Alles klar? Was hat er denn da? Och, er hat einen Pfannkuchen dabei. Die Glas. Das kann ich nur machen, wenn ich mit ihm am Spielen bin. So, was war das mit dem Schlüssel, Gegenstand, Miete, Vivian? Gehen wir zu mal. Ja, genau. Wir besuchen jetzt einfach mal Viv's Apartment. Viv mochte Joe. Vielleicht weiß sie etwas über die Beute. Wow. Ich habe jetzt Rechtsklick gemacht auf Viv? Der Maus. Also nicht linke Knopf, sondern sie den, den er hat. Ganz allein. Okay. Wow. Gibt es hier irgendwelche Hinweise in diesem Raum? Oh, der Lampenschirm. Sie hat schon ein Händchen für Deko. Ja, scheint wohl japanisches zu sein oder so, diese Tante. Was haben wir? Tischdekoration. Was steht auf der Tageskarte? Eine neue Suppe. Lecker. Okay. Hier ist alles schon geputzt für morgen. So, was haben wir hier? Speiseplan, Rechtsklick. Ich liebe das Essen hier. Wie gut muss es erst in China schmecken? Okay, ja. Was sieht denn heute Abend besonders gut aus? Ja, hat die jetzt irgendwas aufgehoben oder was war das jetzt? Okay, so, nach oben. Wenn sie da wohnt, dann ist sie ja wahrscheinlich zu Hause. Das war sie. Vor langer, langer Zeit. Ach, okay. Die hängt da ganz gut. Sieht aus wie alte Familienbilder. Vielleicht Verwandte, die sie zurücklassen musste. Außer Viv könnte niemand etwas damit anfangen. Bis vor kurzem hing hier noch Vivs alte chinesische Lampe. Inzwischen ist sie bei mir in der Wohnung. Weiß nicht warum, aber... Kein Platz, um da etwas zu verstecken. Wir sind ja... Okay, wir haben jetzt was angeguckt. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal mit ihr reden. Das wäre vielleicht mal eine nette Geste. Ich werde nicht viel aus ihr rausbekommen in diesem Zustand. Viv? Alles in Ordnung? Meine Stimme. Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Kann gerade nicht... Ja, komm, sind wir mal nett. Danke. Ich fühle mich zu schwach auf den Beinen. Hab die Nacht durchgetanzt. Was für eine Suppe möchtest du? Ah, heiße Suppe mit Wintermelone. Wintermelone. Mitgenommenes Radio. Ein uraltes Gerät. Sogar die Programme darauf scheinen alt zu sein. Nicht den Regler berühren. Viv darf auf keinen Fall ihre Krimis verpassen. Okay, was haben wir jetzt noch hier? Zeitung? Viv liest 2 bis 3 chinesische Zeitungen am Tag. Ich würde kein Wort verstehen. Willst du Chinesisch lernen? Du hättest Joe welche schicken sollen. Er hat alle Zeit der Welt. Kalender? Oh Mann, ich habe kaum noch Zeit. Ich hoffe, ich lebe noch lange genug, um das nächste Blatt zu sehen. Okay, sehr zuversichtlich. Was haben wir denn da? Wir machen das Regal. Papierhandtücher, Kisten mit Schrott. Sie ist so sammelwütig wie ich. Ich habe nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. Also es ist, glaube ich, sehr hilfreich, Rechtsklick zu machen. Hä?
Alles klar, alles klar. Zu schwer zum Herumschleppen. Leer. Riecht gut. Was auch immer das mal war. Handschuhe voll mit Tinte. Färbt sie ihre Wäsche? Sie sind voll mit Tinte. Okay, was? Was? Und unteres Bett. Gibt es ein oberes Bett? Ja, aber kann man nicht anklicken, alles klar? Machen wir da mal rechts. Oh, eine weitere Haarklammer. Ja, ist klar. Ich bekomme doch nicht mal mein eigenes Bett gemacht. Obere Schublade. Interessant. Untere. Abgeschlossen. Nicht anfassen. Ach so. Alles klar. Was sagst du auf links? Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen. Ach so. Alles klar. Nicht anfassen. Guck mal, die Klammer lässt sich bestimmt woanders besser benutzen. Okay, damit können wir da nicht die Schublade mit aufmachen mit so einer Klammer. Okay. Die Rückseite einer 20-Dollar-Blüte. So, die wollte eine Wassermelonensuppe. Das heißt, wir müssen, glaube ich, wir sind hier oben fertig. Ins.